So, ihr Lieben, wir waren ja heute shoppen. Im Edelhoff Kreativkaufhaus, im Modulor, in Action und kurz mal in Teddy Walkruchner. Ja, aber ich war auch davor noch kurz in DM. Muss mal sagen, also was mir da passiert ist, da war ein alter Herr von mir an der Kasse, der war um die 80. Hatte für seinen kleinen Hund, ja, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, der war genauso alt, Tierfutter da drauf zu stehen gehabt. Und hat sein Geld nicht an der Kasse erreicht. Dann sagte die Kassiererin, ja, so nach dem Motto, ja, man muss halt lernen, mit seinem Geld hauszuhalten. Erstmal fing das anmaßend so einem alten Herrn gegenüber und dann dachte ich, boah, sag nur ein Wort, ey, und ich gebe dir eine, schwöre dir. Ich kann sowas nicht ab. Ich kann so ein verachtendes Verhalten einfach nicht ab. Der alte Herr hat überlegt, was leg jetzt weg, wa? Er tat mir so leid, er hat gesagt, wissen Sie was, ich übernehme das, ich bezahle Ihren Einkauf. Er hat mich dann eigentlich gesagt, ja, eine Kasse, was ist mit Ihnen hier in Ordnung? Er hat gesagt, ey, halt einfach deinen Mund, sei einfach stille. Wisst ihr, ich kriege in letzter Zeit so viel Mails, warum machst du denn nicht mit? Morgen ist Demo wieder gegen Paragraph 13 und 11 und weiß ich was. Damit wir auf YouTube ja noch senden können. Und bei vielen, denke ich, die wissen ja nicht, was diese Paragraphen bedeuten. Aber Hauptsache, wir verwenden unsere Zeit erstmal auf so eine Kacke, auf solche blöden Demos, ja. Bloß weil Anbieter wie YouTube und andere Seiten ja schön so tun können, ihr seht mal zu, Urheberrecht, wa? Bloß damit wir ja eine Staffel tun müssen, so nach dem Motto hier dieser pädophilen Ring und sonstiges und wir haben davon nicht gewusst. Sind doch alle anderen selbst dran schuld. Für sowas setze ich mich nicht ein, ganz ehrlich. Und selbst wenn diese Plattform nicht mehr geben sollte, dann zeigt das so in meiner Gruppe und dann ist es gut. Also, wisst ihr, nee. Setzt euch da mal für die wichtigen Dinge des Lebens ein, wie für die alten Leute. Wisst ihr, der hat sich das nie ausgesucht, hat seine Rente nie erreicht. Der stand dann draußen und sagte, geben Sie mir Ihre Adresse, ich schicke Ihnen das Geld zu. Sagt er, ich habe mein Leben lang gearbeitet und das Geld reicht einfach dafür. Und ich sage, behalt mal dein Geld und mach ein schönes Wochenende, kauf dir was Schönes zu essen davon. Und dann sagt er, nächste Woche gibt es erst Geld. Ich finde das so schlimm, ja. Und die Rente reicht vorne und hinten, nee. Bis dafür sowas sollte man sich mal einsetzen. Und wir tun so viele für solche Leute oder auch für die Krebskranken und weiß ich was alles. Nee, da wird sich für sowas, da werden Demos, werden Straßen gesperrt morgen bis zum Jeden mehr und weiß ich was für so einen Quark. Andere Leute haben nichts zu fressen, wisst ihr, und ihr verwendet eure Energie für sowas. Also, ich finde das einfach nur schlimm. Und na klar, die Straße lang ist einer Young, der hat mit dem Becher, und der war bestimmt auch schon fast 70 gewesen, meiner hat schon automatisch das Seitenfenster vom Auto runtergemacht, hat Geld genommen, hat ihm das da an seine Tasse gepackt. Und auch als ich aus dem Modulor rausgekommen bin, aus dem großen Bastelladen, stand auch einer. Keine Säufer, keine Penner oder sonst, jetzt einfach alte Menschen, ja, die kein Geld mehr haben bis nächste Woche zur Rente. Also, wisst ihr, wir geben für so viele Kohle aus, seid hier für Bastelsachen und sonst jetzt. Vielleicht sollte der eine oder andere auch mal anfangen. Bei mir kamen sie jetzt auch wieder, ich spende jedes Jahr hier auch hier für diese Volkssolidarität und sowas alles. Ich finde, wir sollten viel mehr, ja, an die alten Menschen in unserem Land denken, als wir an jeden anderen Mist. So, und jetzt kommen wir zum Shoppen. Das wollte ich mir bloß mal von der Seele reden. Ich packe euch mal nach unten, so kann ich euch besser zeigen, was ich gekauft habe, als wenn ich jedes Teilchen so hochhalte. Wir fangen mal mit dem Kreativkaufhaus Edelhoff an. Ich meine, es gibt viele schöne Sachen, ohne Frage, aber das ist so teuer da. Ich finde das echt teuer. Als ich mir eine Kasse den Preis gesagt habe und ich kriege da schon 5% Rabatt, ich hätte mich übergeben können, ehrlich. Für so ein bisschen Kack, ich zeige euch das gleich, für so ein bisschen. Und dann zeige ich euch mal im jeden Zug, was ich ja, bei Action gekauft habe, für die Hälfte vom Preis. So, wir beginnen mal bei Edelhoff, wa? Ich zeige euch mal, was ich bezahlt habe hier. 85,19, wie ihr sagt. Ich habe schon auf ganz viele Prozente gekriegt, aber das war schon ein heftiger Preis. Gut, ich habe mir zum Beispiel für 9,41 Euro 20 Papiertüten geholt. Die möchte ich dann beplottern und dann vielleicht für meine Kunden auch mal so ein paar Kleinigkeiten drin packen. Fand ich ganz gut, 20 Tüten.
Dann habe ich noch hier zwei so eine einzelne geholt. Ich glaube, eine einzelne hat 99 Cent gekostet. Also, ja, da tun die hier so als allgemeine Bastelartikel. Ah ja. Nun ja, dann habe ich mir ein Brett ohne Lösungsmittel, ein Bastelkleber, also mit Schnüffeln dran ist nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den hier drin finde, weil die Bastelkleber, Brett hier, 2,85. So, die waren reduziert gewesen, fand ich ganz schön so, diese Servietten. Ja, hat mir gefallen. Ich glaube, die waren für 1,50 reduziert gewesen. Dann natürlich Styroporringe. Solche kleinen. Die habe ich hier irgendwo drauf gesehen. Wartet mal. Ah, hier sind die Styroporringe. Genau. Da sind sie. Die Vollringe. Hat 69 Cent gekostet. So. Und dann diese Flachringe. Habe ich zwei von geholt. Ja, braucht man. Hier sind sie so, die Flachringe. Die haben 79 Cent gekostet und die großen jetzt 99 Cent. Davon habe ich 1, 2, 3, bleib hier, 4 geholt. So. Dann habe ich diese Holz. Holzköpfe von. Und hier sind nur mal so eine Wattekugel mit Gesichtchen. Ich suche jetzt nicht extra raus, weil die noch gekostet haben. Was ich total schön fand und für Deko gerne nutze, sind diese kleinen Mini-Blümchen hier. Die waren, die habe ich auch irgendwo gesehen. Hier so eine kleine Röschen und sowas. Ja, die waren teuer. 2 Euro noch was. Aber ich fand die einfach wunderschön. Kickt mal. Zum Dekorieren ein Träumchen, wa? So. Dann habe ich mir noch eine Schablone geholt. Kann ich jetzt selber machen eigentlich. Ah ja, habe ich wieder die mit dir da. So, dann halt noch ein paar gute Pinsel. War der Beutel, der hat sich erstmal verabschiedet. Bleib stehen. So, und dann noch ein paar wunderschöne Servietten. Servietten kann man nie genug haben, ehrlich nie. Dann habe ich diese coolen Farben entdeckt. Kickt mal. Vegas Glitter. Ich habe den Menschen auch gefragt, sind die wetterfest? Jo. Und dann solche Farben. Colorado Gold. Die Farben haben, wartet mal, mir war so wie 4 Euro, ja, genau. Die Vegas Glitter, die haben jeweils 4,70 Euro gekostet und das Marabu Colorado Gold 5,65. Das sind hier diese Vegas Glitter. Ist das cool? Also, ich fand das Hammer. Immer dieses Glitter und dann natürlich dieses Glitter und das ist hier dieses Vegas Gold. Freut mich schon. Ich draußen meine Sachen alle mit bepinseln. Wie gesagt, Colorado Gold und Vegas Glitter. Gibt es auch als Set, habe ich gesehen. Ja, dann habe ich hier nochmal Kleber. Denn diese Filzmatte, die hat sage und schreibe 4,24 Euro gekostet. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. So. Eine einfache, große Filzmatte. Fand ich schon, ja, sensationeller Preis. So, dann. Die war ja nicht so teuer gewesen. Kickt mal. Von Folia, holographische Folie. Selbstklebende. Und schöne Bilderchen von Klettern. Die hat nur 2,84 Euro gekostet. Fand ich super Preis. Also,
Die hier fand ich recht teuer. Wartet mal. Motivkarton hier. Ja. 3,80 für zwei. Also, das sind diese hier. So was. Ich habe ganz schön viel mitgenommen davon. Diese. Können wir natürlich schöne Sachen von plottern. Ich fand die echt hübsch. Ich habe eine genommen. Ich hoffe, da steht der drauf. Wartet mal. Auch welche, die klebend sind. Das sind, glaube ich... Ja, hier steht der drauf. Genau. Das sind hier die selbstklebenden. Genau. Und wie gesagt, stolzer Preis. So. Und dann eigentlich bloß noch so eine Bordüre. Echt? Und das Ganze für 85 Euro. Ist schon heftig. Oder kommt mir das bloß so teuer vor? Ich fand, das war echt wenig dafür. Oder? Hier sehe ich gerade, ist das Modulor in Berlin. Also da kriegst du wirklich alles. Eigentlich alles, was du brauchst. Von Beton über Latex über einfach alles. Also, ich habe mir erstmal so ein paar NDF-Platten geholt. Das ist sehr unspektakulär. Ja. Ich muss mal gucken, ich habe noch irgendwo. Jo. Das ist mein Einkaufszettel von dem Laden. Also. Ja. Ich habe dort 61 Euro bezahlt. Das ist schon mal heftig. Die haben hier 1 Euro und ein bisschen gekostet. Die kann man noch schön gestalten. Könnte man auch selber nähen, aber das ist hier so ein wasserabweisendes Material. Da will ich ein paar schöne Sachen von zaubern. Dann, die hat 5 Euro noch was gekostet. Das ist eine Kreidefarbe. Ja, Kreidefarbe ist an sich teuer, also von daher sind halt nur so ein paar bedruckbare Beutelchen geholt. Dann Styropor. Eier riesengroße, 3 Stück. Ja, muss ich Programm. Was habe ich denn hier neu? Ach, die fand ich total süß. Das fand ich total drollig. Holzpostkarten. Ja. Kann man auch schön gestalten und dann verschicken. 3 Euro und ein bisschen. So. Den für eigentlich vielleicht auch völlig unspektakulär, aber ich fand es gut. Alle Farben. Tonkarton. Guck mal, das nicht. Da kommt hier wieder Platten. Da hat die mir alles durcheinander gepackt, diese Frau. Hier. Da habe ich einfach zugeschlagen, ohne zu zählen oder sonst. Ich habe einfach in das Regalfach reingefasst und immer mir eingepackt. Die haben 12 Cent gekostet. 1 Stück. Also das ist wirklich, das ist ein Top-Preis. Kannst du echt nicht meckern. Werde ich nicht tun. Das sind so auch so eine Platten, die möchte ich gut bearbeiten. Die haben bloß 90 Cent gekostet. Also. Teils aus so ein Pappzeug. Teils aus Plastik. Also. Tja, aber denn für wirklich gute Preise halt Folien. Die haben 1 Euro und ein bisschen jede Folie gekostet. Immer selbstklebend. Immer nicht selbstklebend, immer als Karton. Ist ja nicht gekauft, hier steht der drauf. Holographikfolie. Nö. Da muss ich dann selbst wieder feststellen, ob die. Kriegt man. Alles, was das Plotterherz begehrt, war. Aber die hier sind echt cool, oder? Kriegt man. Steht da was drauf?
Nee, da steht extra Farbkarton. Genau. Cool, wa? Jetzt sind Hammer-Effekte. Da musste ich mich echt zurückhalten. Also da hat der eine, wie gesagt, nochmal so viel bezahlt. Bei 1 Euro noch was für so eine Folie. Ist natürlich ein stolzer Preis, wa? Meine Farben auch. Und auch andere Farben. Mhm. Nicht nur meine. Nee, nee. Noch ein paar Plexiglasplatten, die man auch sehr schön für Schilder und sowas nehmen kann. Die kosten ja im Schnitt auch bloß 100 Euro. Gleich zugeschnitten. Da will ich mal sehen, was mir da Kreative zu einfällt. Und hier war noch so ein punktgenauer, cleaner Klebestift. Das fängt total gut. Er war teuer, 4 Euro ein bisschen. Tja, das war es aus dem Modulor. Während solche großen Teile halt hier unten das Modulor. Wir haben, glaube ich, 1 Euro oder 2 Euro und ein bisschen gekostet. Fand ich schön. Wunderschön. In Romantik und in. Ja, manchmal sind wir auch romantisch. So, dann war ich bei Teddy. Bei Teddy war wieder viel Schnippchen angesagt. Und da kriege ich auch jede Menge immer zum Abformen und so. Erstmal muss ich den Drink holen. So, der Zucker kann ich auch mal trinken. Das ist eine Limo. Bei denen habe ich 43 Euro bezahlt bei Teddy. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch schön gespart. Hm. Erstmal fand ich zum Abformen diese Riesenrose total cool. Die hat 2 Euro gekostet. Ist ein Witz, oder? Also. Dann fand ich auch diese wunderschönen Eier total klasse. Da hat eins von 1 Euro gekostet. Da brauchst du nicht mal wirklich abformen. Also die hängst du da für 1 Euro. Brauchst du nicht mal die Arbeit machen. Das ist Material viel teurer. Als wie alles andere. Für meinen kleinen Cookie hat eine Regenjacke geholt. Der findet immer blöd im Regen draußen. Die war reduziert gewesen. Die hat, sieht man das, 1 Euro gekostet. Aber dafür kannst du das mitnehmen. Also. Hm? Dann Arbeitshandschuhe, die sind neben mir. Die haben 1,25 gekostet. Und hier wollte noch jemand Arbeitshandschuhe. Dann auch nicht meine, auch 1,25. Ein paar. So. Pinselset. Pinsel brauche ich immer. Die sind schön weich. Die kannst du auch gut zur Serviettentechnik nehmen. Da hat das ganze Set 3 Euro gekostet. Ein Lufterfrischer. Für die ganz gut. Hier stehen die Preise immer dran. 1 Euro. 1 Euro. Die kommen wieder bei mir im Jatten ran. Lieblingsplatzschilder. 1 Euro. 1 Euro. 50 Cent. Duftbaum für mein Auto. Das fand ich total süß. Das kommt bei mir oben im Arbeitszimmer. Mal, so ein kleiner Buchdruck. Nein, ich hab mir geklaut. Das ist ein Silikatgel. 3 Euro hat das gekostet. Sieht aus wie ein Einhornbuch. Kleiner Buchtresor. Ja, die fand ich ganz niedlich. Die kannst du Bügelbilder. Kann man nicht verarbeiten. 1 Euro. Ich finde auch immer welche, die sowas brauchen. Da hat ich wirklich einige von mir geholt. Wartet mal. Genau, hier ist immer beschrieben, wie man für 1 Euro. Also, bitte euch. Genau. Fand ich auch süß. Tja, ich zieh uns schon an und sowas drauf. Das ist Müll, ja. So. 2 Euro für den Liebsten. Kommt draußen ran. Mhm. Und am Carport ist beleuchtet. Ja, Rot 66. Mhm. Das
fand ich auch schön, das mache ich nur an meinen Farben. Kann ich mir da noch ein bisschen gestalten. Das Riesenherz. Wie eine Eurone. Das Uni meins. 1,50 gekostet. Ein Cuttermesser. Das ist meins. Eine Lederlenkradhülle. Ja. Yeah. War auch reduziert. 2 Euro neu gekostet. Ja, du kannst das mitnehmen. Was ich total cool fand, zeige ich euch auch gleich. Erstmal hier diese ganz schweren LED-Lampen. Da. 2 Stück. Huch. Kickt mal hier. Um diese riesen Wandpapierblüten zu machen. Das hat mal 6 Euro gekostet, das Ding. Das war reduziert auf 2 Euro. Ist doch cool, oder? 6 Bögen sind da drin für 2 Euro. Fuck. Weg mit der Hinsetzung und mit Kinderbastel, das könnte gelungen. Für 2 Euro ist das Pillepolle. Dann hat diese schönen, die mag ich immer, diese Stoffröschen. Haben 1 Euro gekostet. Brauche ich auch immer. Kleine Mini-Aufbewahrungsdöschen. 1 Euro für 8 Stück. Für den süßen noch rasch was zum Knabbern. Für 1,50 und so eine. Der mag immer diese Kaudonuts. Die haben 1 Euro gekostet. Kann gleich für ihn liegen bleiben. Hier sind auch nochmal diese süßen Seidenröschen. Sind schön. Dann hat jemand unter meinem Video gefragt, wo ich das alles lasse. Glaubt mir. Ich habe so viele Regale und Regalfächer. Ich habe 2 Bastelzimmer. Da geht. Ich. Kick mal, Kerzen. Preiselbeer Cupcake. Die riechen echt gut. Eine riecht mir aufdringlich, die riechen gut. 2,50 Euro. Ja, das war's aus Teddy. Und jetzt kommen wir zur Action. In Action hat nicht mal 30 Euro bezahlt. Wer hat jetzt hier keinen Kassenbon? Und da war noch Werkzeug für den Liebsten mit bei. Von Kabeltrommel bis weiß ich was. Also. Erstmal habe ich glaube für 1 Euro und ein paar zerquetschte Hobbykarton geholt. Ich weiß nicht, wie viel da drin sind. Auf jeden Fall steht 200 Gramm Papier. Nichts Spektakuläres. Dann habe ich. Ich fand das cool, ich habe das eingepackt, ich weiß nicht mehr, was das ist. Also. Falls das hier so irgendwo noch auf Deutsch steht, wäre das auch schön. Ja, ich meine, ich kann doch auf Polnisch. Hm. Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da gekauft habe. Was ist das? Designpapier, was man so in Karten macht oder so weit? Lacht nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe es mitgenommen. Hat auch dann 1 Euro gekostet, ich habe es mitgenommen. Für 2 Euro und ein bisschen habe ich mir einen Papierschneider mitgenommen, weil ich ja manchmal auch so eine großen Papiere habe, um mir die für den Plotter zurechtzuschneiden. Und auch die Folie. 2 Euro und ein bisschen. Hier sind für meinen Schnabel. Und die mussten natürlich auch mit, oder? Ja, die mussten mit. Ich weiß, einige können Pink schon nicht mehr sehen, aber ich kann andere Farben auch nicht mehr sehen, also lebt damit. Ja, die muss ich mir immer mitnehmen, wenn ich da bin. Das ist immer dieser Draht, die Gemeinschaftsklasse. Kostet auch immer ein bisschen über 1 Euro. Diese Blümchen finde ich auch immer ganz schick. Ich glaube, die kostet immer 69 oder 79 Cent. 50 zu haben. So, jetzt halt noch ein bisschen. Ach! Nicht erschrecken. Also diese Fieder drin, ich habe diesen 3D-Kasten hier geholt. Ich will da so Leuchttasten draus machen. Ich habe auch eine ganz andere Schicke gekauft, die halt bei Pfennigpfeifer gekriegt. Ich glaube, die haben hier 1 Euro noch was gekostet. Bei Pfennigpfeifer halt für so eine größeren 3 Euro oder so bezahlt. Auch den Rahmen hier liegt dazu. Ein bisschen missbrauchen. So eine Stern-Glitzerfolie vormachen und dann den fand ich süß. Da gibt es zu Ostern Frühstückstellerchen. Und das ist für meine Haare, weil die immer nach dem Waschen sich so doof durchkämmen lassen. So, Kraftpapier. 220er.
Hat der Liebste entdeckt, Variant Stolz. Variant Stolz, ich habe gesagt, such mir 220er Papier. Hat er gefunden. Alle Farben drin. Das ist so ein bisschen mit Textur. Viele fragen, was macht ihr denn so das Papier in der Eckplatte das jetzt so? Von Karten bis sonst. Ich habe zwar vom Basteln keine Ahnung, aber ich nutze das Papier, habe ich schon immer gerne geholt. Hier ist auch nochmal so weit. So wird halt gleich zweimal mitgenommen. Genau. Dann ein paar Ordner für mich. Die fand ich auch total klasse. Da kann man nämlich gut die Folien und so weiter drin verstauen. Also gleich vorne als Klemmbrett mal nutzen. Da habe ich 2 Stück von mir genommen. Und dann finde ich ja diese, also. Ich finde das wundervoll. Muss ich ehrlich sagen. Dieses Wasserdesign ist einfach nur schön. Guckt mal. Guckt mal hier. Da sind die anderen Designs. Ihr könnt ja das Liebige immer beide Seiten davon nutzen. Entweder so oder so. Schön, wa? Das ist doch Hammer. Also. Nee, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht alle Seiten ertragen. Aber die sind so schön. Die sind echt wunderschön. Kippt mal. Oh. Vielleicht müsst ihr doch alle ertragen. Ja. Wenn es lange dauert, weiter scrollen. Echt schön. Ich habe mir 2 Blöcke von mitgenommen. Ich denke mal, im jeden wird das gleich drin sein. Die fand ich auch schön. Die packe ich mal auch so hin. Könnt ihr vielleicht besser sehen. Guck mal auch so was. Und dann natürlich auch so einen romantischen Blütendesign. Das ist cool, oder? Ich finde was schön. Oh, diese Rosen. Hammer. Und jeder Block unter 2 Euro. Also da kannst du echt nichts sagen. Ich hatte im Edelhof geguckt, da hat ein Block mit 10 Seiten DIN A4 9,99 Euro gekostet. Aber da wusste ich vorher noch zur Action, ich dachte, das knickst du dir mal. So. Und Vintage. Vintage musste ich auch mitnehmen. Guck mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Schön, war. Ja, eine interessierte, wie die aussehen. Tut mir leid. Ich sage, es doch bloß Papier. Ja, aber geht das unterschiedlich. Ja. Freunde, das war so schon. Den ganzen Tag verballert, aber wie gesagt, da kaufst du da dit, da kaufst du ditte. Wie heißt denn hier noch aus? Ich weiß es ja nicht. Rossmann oder Pfennigpfeifer mit dem und dann ganz frollig, kommt raus nach dem Zweig noch mit dran. Ja, das war's. Genug geshoppt für heute, wa? Ich möchte da jetzt Süßigkeiten drauf haben. Hm. Na gut. Packen wir die Röslein da hoch. Genießt den Abend.